So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Fahrt in Tramsim. Es heißt immer noch so. Moin, Maximilian, jetzt benennt es endlich mal um. Ja, jedenfalls heute haben wir wieder wen dabei, nämlich den Felix. Ja, grüß Gott zusammen. Jo, hallo, freut mich, dass du mal wieder da bist. Ich meine, war jetzt eh schon lang. Lang, Stimmt. lang ist her. Ja. Ja, und heute geht's nach Frankfurt am Main. Da komme ich eben her und wir fahren jetzt zur BCS-Bahn. Mit punktförmiger Zugbeeinflussung, beziehungsweise PZB, wo sich der Felix wahrscheinlich ein bisschen drüber auslassen wird, aber gut, er fährt ja nicht mal. Also schauen Na wir toll. Sehr nett. mal. Ich würde jetzt ja sagen, ich kann fahren mit dem Ding, aber dann müsste ich auf Holz klopfen in der Hoffnung, dass alles gut geht. Also sag es mal nicht. Felix? Felix? Mach den Dokument auf und zähl Zwangsbremsungen. Ich will wissen, wie viel Zwangsbremsungen ich krieg. Mach ich. Gut. Bist du soweit? Dann fang mal an. So, da ist er. Die linken Türen sind geöffnet. Rüsten wir mal aus. Apropos, ab diesem Video, Führerschein am aktiviert. besten Videos nur noch mit Stereo hören, weil man nämlich jetzt Stereo-Sound Lichter. im Tram sind. Stromabnehmer gehoben. Kennen wir eh schon hier. Bremse gelöst. Vor. Startprogramm aktiviert. Klimaanlage aktiviert. Klimaanlage deaktiviert. 5 Kilometer pro Stunde, 20 Kilometer pro Stunde, 45 Kilometer pro Stunde, 70 Kilometer pro Stunde, 80 Kilometer pro Stunde. Genau, die AfD. Da hat sich auch ein bisschen was getan. Von den Einstellungen her, die SAFI-Stimme unterbricht jetzt das Spiel nicht mehr. Meine Meinung nach eine ziemlich Richtig. coole Sache. Was ist los, Felix? Ich sage richtig. Ah ja. Lichter. Genau, jetzt sind alle Passagiere da. Der Ton kennt man von Windows. HFB aktiviert. Türen geschlossen. Die AfD ist aktiviert. Türen schließen Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 80 km pro Was Stunde. hast du gesagt, Felix? Ich habe diesen Ton bei Windows noch nie gehört. Den gab es doch nur bei Windows. Sehr geehrte Fahrgäste, die Deutsche Bahn begrüßt Sie auch im Namen des Rhein-Main-Verkehrsverbundes. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. 500 Meter vor. Ah, und Felix, zähl bitte auch, wie oft ich durch eine Station durchfahre. Unfreiwillig. 300 Meter voraus. Nächster Halt, Lokalbahnhof. Bremse anlegen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. 200 Meter voraus. Nächste Station. Zugspitze. Zugspitze. Vor dem Zug. 100 Metern voraus. Nächste Station. 75 Metern voraus. So, ich stehe jetzt am Bahnsteig. 50 Metern voraus. Da kommt der Zug 30 Metern voraus. 15 Metern voraus. Türen geöffnet. Bremse gelöst. Innen. HFB aktiviert. Türen geschlossen. Und weiter geht's. Wieder befreien. Das kriege ich in 20 Sekunden hier. Und jetzt kommt gleich ein Signal. Nächstes Hauptsignal. Zweimal grün. In 1276 Meter. 70 km pro Stunde. 60 km pro Stunde. Das ist zweimal grün. Das bedeutet frei mit 60 km/h. Deswegen habe ich jetzt schon mal abgebremst auf 60. Ja. Muss ich gleich wachsam. 1000 Metern voraus. Nächstes Hauptsignal. Zweimal grün. Wie bitte? Du musst wachsam sein. FBG aktiviert. Bremse anlegen. Ich hab sogar wachsam gedrückt. Nummer 1. Ja, Nummer 1. Genau, der erste Pass. Und man kann diesen Ton noch nicht mal abstellen. Bremse gelöst. Außen. Zugspitze. So, jetzt hören wir dem Ding aber mal von außen zu, wenn es abfährt. HFB aktiviert. Restriktivierung ist aktiviert. Wieder befreien aus dem restriktiven Modus. 750 Meter voraus.
dreiteilige Einheit. 500 Meter voraus. Die Lok kennt man, wenn man aus Deutschland kann, kommt sehr gut. Ja, die 423er. Sie sind überall, mal mit IGBT umrichtet, mit denen hier, mal mit GTO, dann pfeifen sie ein bisschen anders. 300 Meter voraus. Ist die gleiche so. Hier bin ich auch nochmal nachbauen, die GTOs. 200 Meter voraus. Alles pfeifen. Nächster Halt, Ostendstraße, Europäische Zentralbank. Ausstieg und Fahrtrichtung links. 75 Meter voraus. Next Stop, Ostendstraße, European Central Bank. 30 Meter voraus. Exit to the left. 15 Meter voraus. Was meinst du? Nächstes Hauptsignal, gut. Bremse gelöst, Tür geöffnet. Ich habe nur gesagt, dass es voll peinlich wäre, wenn ich es beim Video nicht auf die Reihe kriege, am Bahnhof anzuhalten. Restriktivmodus aktiviert. Nächstes Hauptsignal, grün, in 5 Meter. Türen geschlossen. HFB aktiviert. 80 Kilometer pro Stunde, 80 Kilometer pro Stunde. 80? Das Signal ist nämlich grün, daher darf ich es ohne Probleme überfahren. Ich muss mich nur wieder befreien. Bevor wir gleich die nächste 20 Nächstes Hauptsignal, grün. 45 kommen. Genau, grün, muss ich nicht bestätigen. 750 Meter voraus. Kompliziert die PZB, oder Felix? Ziemlich. Leider. Ja, was glaubst du, wie lange ich gebraucht habe, um zu verstehen, wie das 500 Meter voraus? Will ich's wissen? Ja, denk schon. Was glaubst du? Vielleicht zu viel zu tragen. 300 Meter voraus. 2 Monate. Nächster Halt, Kunsttablerwache. Ausstieg in Fahrtrichtung links. 200 Meter vor uns. Ich war nicht letzte Form, das war noch während der Schulzeit, aber trotzdem. 100 Meter vor uns. 75 Meter vor uns. 50 Meter vor uns. 30 Meter vor uns. 15 Meter vor uns. Noch gleich weiterfahren, ich bin doch gefahren. Ich würde mal gerade sagen, hoppla. Ja, Felix? Nächstes Hauptsignal, grün, 118 Meter. Das sollte zählen. Ja. 500 Meter vor uns. Oh, jetzt soll er weiter aussehen. Nächstes Hauptsignal, grün. Ich fahren können. Das halt zumindest ein Teil jeder Blick. Nächstes Hauptsignal, grün, in 1128 Meter. Ah, das ist 300 Meter vor uns. Nächster Halt, Hauptwache. Bremse angelegt. Ausstieg in Fahrtrichtung links. 200 Meter vor uns. Ja, wegen der Zwang. 100 Meter vor uns. 75 Meter vor uns. Gebremst, dass der Zug groß ist und so weit weg 50 ist, Meter vor uns. 30 Meter vor uns. 15 Meter vor uns. Türen geöffnet. Bremse gelöst. HFB aktiviert. 358. Wir haben übrigens 358. Restriktiv ist aktiviert. Ja, nicht schlecht. Das ist ein ganz schöner Hauch. 14:52, 45. 14:50, 0. Dann sagt ihr vor 2 Minuten. Türen geschlossen. Bei mir und vorne. Bei dem Zug, das verstehe ich nicht. 750 Meter vor uns. Bei dem geht nämlich beim Anfahren immer eine Sekunde drauf, bis sich der Zug endlich mal bewegt. Gute Frage, nächste Frage. Bombardier, halt, was soll man noch dazu sagen? Bombardier ist Bombardier und bleibt Bombardier. Es ist ein. 500 Meter voraus. Ja, zum Bombardier, da gibt es Geschichten. Ich könnte mal Romane drüber schreiben, wie der nächste Zug kommt. Nächstes Hauptsignal, grün, 300 Meter voraus. Nächster Halt, Taunusanlage. Ausstieg in Fahrtrichtung links. 200 Meter voraus. Was auch immer eine Taunusanlage ist. Taunus? 100 Meter voraus. Taunus ist ein Gebirge, das weiß ich auch. 50 Meter voraus. 30 Meter voraus. Das ist ein botanischer Garten. 50 Meter voraus. Dort. Ah. Nächstes Hauptsignal, grün. Früher angehalten. Türen geöffnet. FB aktiviert. Bitte? Ich bin talentiert heute, ne? Das hätte ich zu früh angehalten. Ja, ich bin aktiviert. 14:52, 0. 52.
14 Uhr 54, 19, 26. Ja, ich bin dann schon mal 2 Minuten zu spät. Türen geschlossen. Warum kann ich denn jetzt hier auf den Leuten rein? 497. Immer ist ein Zugfahrer. Nächstes Hauptsignal, grün. Jetzt irgendwo noch was? Jetzt gerade. 750 Metern voraus. Okay. Wir sind gut, noch habe ich eh nichts verbraucht. Ah, das? Wie könnte ich das gerade gar nicht? Zwei Tram sind wie ein Meter ein bisschen viel. Ja, stimmt. Außer ich will wieder Leute mit dem Bus umfahren. Das ist. Dann bleibt mir nächster Halt, Frankfurt Hauptbahnhof. Umstieg zum Regional- und Nahverkehr, U-Bahn, Straßenbahn und Bus. Next Stop, Frankfurt Main Central Station. 75 Meter Change voraus. Here for Regional and Non-Distant Services. 30 Meter voraus. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Exit to the right. Das passiert mir an dieser Stelle jedes Mal. Immer. Mir auch, aber ich hab's auch schon geschafft anzuhalten. Also am Bahnhof kannst du nicht liegen. Ja, ich schaff's auch anzuhalten an einem anderen Bahnhof, aber bei diesem, ich fahr immer durch. Ich hab's auch bei dem schon geschafft. Nächstes Hauptsignal, grün, in 198 Meter. Ich bin irgendwie heute besonders unfähig. Heute? Ja, heute Vormittag saß ich im IC. Bin ich auch, aber dran sind gefahren und hab's auch. Also ich bin früh auf Flucht gerutscht. Eigentlich braucht man beim Bus noch einen Zauber und umgegenfährt so ein leichtes Bums. Beim Bus meinst du? Nächstes Hauptsignal, grün. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 100 km pro Stunde. Jo, schneid's dann zusammen und dann nimm mal den. 85 km pro Stunde, 100 km pro Stunde, 150 Meter voraus. Ich würde mir jetzt Kilo fahren. Ich habe mich nur ganz zur Sicherheit befreit, weil extra befreien kann nicht schaden und sonst geht man schon mit Zwangsäure. 1000 Meter voraus. Nächstes Hauptsignal, grün. Freut mich. Also, ich will das nicht. Der Felix will das schon. 750 Meter voraus. In der unteren Reihe haben wir schon zwei. Jo, ich weiß. 500 Meter voraus. Nee, ich hab Tage. Nächster Halt. Gallusrate. Ausstieg in Fahrtrichtung links. An jeder Station gucken. 300 Meter voraus. Und dann an der Kreis einfach überhaupt nicht auf. 200 Meter voraus. Das ist so unterschiedlich, das gibt's nicht. 100 Meter voraus. Viel zu früh wahrscheinlich. 75 Meter voraus. 50 Meter voraus. 30 Meter voraus. 15 Meter voraus. Oder? Jo. Ich weiß nicht, wem es schon aufgefallen ist jetzt von den Zuhörern, aber es wird dann jetzt wie bei Tubes auch immer gesagt, wie weit man sich vor der Station befindet. War auch das eine Anregung. Nächstes Hauptsignal, grün. Wie findest du das? Es gibt die Kasse. Ja, ich persönlich finde es auch super. Das wird vom Beta-Team angeregt. Das Spiel ist ja in der Beta-Testphase. Fenster geöffnet. Machen wir das Fenster auf, dann haben wir was von draußen. Und die haben eben angeregt, dass man das hier doch macht. FB aktiviert, Türen geschossen. Weil man dann eben weiß, wo man ist. Aber gleichzeitig wird dann kurz darauf auch gesagt, dass man es wahrscheinlich oder am besten so macht, dass man sich einstellen kann, was angesagt wird und nicht, weil manche Leute das wollen und andere was. 750 Meter voraus, in 1059 Meter. Nächstes Hauptsignal, grün, in 1034 Meter. Nächstes Hauptsignal, grün. Ja, ich glaube, wir haben jetzt hier eine Signale bis zur Schließung. Bis 500 Meter voraus. 14 Uhr 58, 32, 14 Uhr 58, 0. Nächster Halt, Messe. Ausstieg aus. In Fahrtrichtung links. Nächste Station. Next Stop, Frankfurt Fair. Exit to the left. 200 Meter voraus. Einfahrt, S5, nach Friedrichshau. Vorsicht bei der Einfahrt. Die nennen sie auch Blechelser. Frag mich nicht warum. 75 Meter voraus. 50 Meter voraus. Platform 2, now arriving. 30 Meter voraus. S5 to Friedrichshau. 50 Meter voraus. The train is arriving. Ach. Er ist auch nicht schon mit ÖRC weit, oder? Bitte gehen Sie noch einen Schritt weiter.
Türen geöffnet. Restriktiven muss aktiviert. AFB aktiviert. So. Ja. Restriktiven muss aktiviert. Für dieses Gepfeife sind jetzt hier 23. Aber es jetzt sieht ordentlich an. Wenn der ganze Zug den Bahnhof verlassen hat, hat er schon 75 km/h. Nächstes Hauptsignal, grün. Ja. Das ist schon heftig. Zugspitze, Züge, 500 Metern voraus. Bremse an. Was ist jetzt? Nächstes Hauptsignal, 200 Meter. Zwei. Ja, klar, ich weiß, was ich mache. 200 Metern voraus. Das nächste Hauptsignal hat eine Geschwindigkeit. Nächste Station, Zugspitze, Züge, vor dem Zug, nächste Station. Und ich habe natürlich 100 Meter vor uns. Nicht reagiert, weil ich den nicht gehört habe. Das ist der Fall. 75 Meter vor uns. Das übersehen. Bremst. Schweig. PC oder Zug oder whatever. Jetzt fahr ich mal händisch ohne AFB. Ja, dann müssen wir noch 50 Meter voraus. Man hört den Zug schon an der linken Seite. Ah, hast du jetzt eigentlich wieder 30 Meter Felix bei dir? Ja, habe ich. Achso, also wird sogar Stereo übertragen. Ja. 15 Meter voraus. Oh. Das hier ist jetzt ein bisschen so. Türen geöffnet. Restriktiven ist aktiviert. Hätte ich machen können. Wollte ich aber nicht. Okay, die nächste Station ist 3 Kilometer weiter. Wollen wir das jetzt noch fahren oder nicht? Ich glaube, wir lassen es hier, oder? Na, passt. Okay. Außen. Zugspitze. Zugspitze. Puffer. Vor dem Zug. Nächste Station. Zugspitze. Vielen Dank fürs Zuhören. Du noch irgendwas zu sagen, Felix? Los. Wir gucken, was für Überraschungen wir euch nächstes Mal mitbringen können. 70 Kilometer pro Stunde. 70 Kilometer pro Stunde. 60 Kilometer pro Stunde. Würde ich auch sagen. Und dann? Türen geschlossen. AFB aktiviert. Gucken wir, wer nächstes Mal fährt. So. Genau. Und jetzt lassen wir euch noch bei der Abfahrt zu von außen. Status Monitoring aktiviert.